So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu Factorius C-Block. Und wir machen weiter hier und versuchen, die Kupferproduktion zu starten. Und mir ist eingefallen, eigentlich kann ich das hier mal pausieren. Kostet im Moment nur Strom und sonst nichts. Deswegen hänge ich das hier mal ab vom Strom. Machen das hier weg und hier das hier. Und das hier. So. Weil das brauchen wir jetzt im Moment noch nicht. Das gucken wir dann. Wahrscheinlich brauchen wir das vielleicht für die Plastikherstellung und so weiter. Aber so haben wir jetzt auf jeden Fall mehr Strom zur Verfügung. So, als erstes brauchen wir aber natürlich, wie üblich, Rohre. Um das hier rüber zu kriegen. Hier muss es dran. Dürfte eigentlich gehen. Problem sind nur die Ressourcen. Und hier kommt das schon relativ fix an. Das ist gut. Wir haben schon wieder 17. Können schon wieder so ein Ding bauen. Ach, und ich habe hier auch noch Stein dabei. So. So, dann würde ich sagen, wir machen den hier hoch. Zumindest ein bisschen, dass wir auf dieser Linie hier durchkommen. Also auf dieser. So. Ja. Und danach Plastik. Ich freue mich schon drauf, dass ich endlich Plastik habe. Dass wir dann endlich Rohre bauen können. Also richtig gescheite Rohre. So. Strom. Es sieht schon wieder ein bisschen besser aus, habe ich das Gefühl. Drei laufen. Der kommt gar nicht dazu, hier was zu greifen, weil er einfach zu wenig Strom hat, der Gute. Nee, eigentlich hat er Strom. Kommt trotzdem nicht dazu, irgendwas zu nehmen. Das kann ich eigentlich wegmachen hier, ne? So. Das kann ich wegmachen. So, jetzt läuft der auch. Läuft aber der nicht mehr. Das heißt, laufen trotzdem drei. Bedarfsdeckung ist nicht da. Die Versorgung mit dem Gas reicht nicht aus. Obwohl die hier echt machen und tun. Er braucht halt immer auch 175 von dem Gas. Das ist ganz schön viel. Hatten wir nicht auch noch anderen Festbrennstoff? Kias Fuel aus Napta. Er braucht aber echt viel weniger. Und dieses Napta. Das habe ich doch auch schon mal hergestellt, oder? Aus Rohöl. Und ja, genau. Das war's doch. Das war's doch, was wir da unten hatten. Und wenn wir da Hydrogengas dazugeben, dann kriegen wir sogar mehr, wenn wir das hier haben. Haben wir aber nicht. Okay, man kann das auch so herstellen, aber im Moment können wir es nur so herstellen. Das ist okay. Ja. Da kann man dann noch ein bisschen mehr Festbrennstoff machen. Muss mal gucken. Ja, so für drei reicht es gerade so aus, aber das reicht nicht, um den Bedarf zu decken. Gut. Wenn jetzt hier noch diese Kupfer schmelzen und so weiter da in Betrieb gehen, dann reicht es schon mal dreimal nicht. Wahrscheinlich. So, das sieht doch gut aus. Pass mal auf, das müsste doch jetzt fast reichen, oder? Mal gucken.
Also wir wollen hier lang bis dahin. Achso. Das da. Nee, es reicht noch nicht. Reicht noch nicht ganz. Aber fast. Einmal noch. Das können wir da runterziehen. Ja, kommt, da brauchen wir jetzt keine große Pipe mehr. Da nehmen wir jetzt die normale. So, und schon wird hier getan und gemacht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es kommt Kupfer an. Müssen wir doch noch gucken, wo, auf welcher Seite das ankommt. Ich glaube, ich kann das dem sogar sagen, ne? Genau, leg es. Wo sollst du es denn hinlegen? Auf die linke Seite. Also hier. Ich glaube, das macht er jetzt auch. So. Ja, macht er. Ja, wunderbar. So. Kupferproduktion läuft. Da bin ich doch schon mal echt froh. So. Aber die Bedarfsdeckung hier. So, und das war jetzt was, was ich hier unten doch machen kann. Mit dem Öl, was wir hier produziert haben. Und zwar aus diesem Öl machen wir jetzt das hier. Ach nee, Rohöl haben wir aber nicht. Wir haben ja erstmal nur, wie heißt es, Multiphasenöl. Ist das dann auch Rohöl, das Multiphasenöl? Nee, hier. Genau, das brauchen wir. Also wir brauchen den Oil- und Gas-Separator. Den haben wir hier. Das muss ja dann nachher hier hochlaufen. Was? So. Du separierst uns mal das Öl und dann kommt hier das weg. Und hier kommt raus Sulfuric Wastewater, das haben wir hier auch. Sehr schön. Okay, Rohre. Wir brauchen Rohre, Rohre, Rohre. Guck mal, hier haben wir auch wieder ganz viel Stein. Das wir natürlich hier zur Verbrennung geben. Beziehungsweise zur, ist ja nicht zur Verbrennung, zur Ziegelherstellung geben können. So. 50, das sieht doch schon mal gut aus. Da machst du mal hier ein paar. Strom kriegst du bald wieder, keine Angst. So. So. Gut, das hätten wir erledigt. Hier brauchen wir noch eine Ölraffinerie, die haben wir hier auch rumfahren. Und zwar machen wir die so hin. Nö, wobei, wir haben ja hier eigentlich Platz, ne? Wir haben hier eigentlich Platz. Das hier brauche ich eigentlich nicht. So. Ölraffinerie, so. Die machen wir so hin. Machen wir doch sowas, dass wir hier durchlaufen können. So, du machst bitte das. Dann kommt hier Zeug raus. Das erinnere ich mich noch. Dieses Oil Residuals. So, und aus den anderen Sachen machen wir jetzt nur Festbrennstoff. Aus dem Naphtha und aus dem Fuel. Wir brauchen aber Charcoal hier unten.
ich vergaß. Ich vergaß. So, vielleicht ist es einfacher, das Rohöl nach oben zu bringen. Und dann das hier oben zu machen. Weil da haben wir nämlich auch die Charcoal. Dass wir das hier irgendwo durchlegen. Das Rohöl. Wahrscheinlich ist das besser. So, pass mal auf. Hier kannst du... nee, wir machen jetzt hier noch keinen Start, weil wir noch keinen Strom haben wollen hier. Wir brauchen erst noch ganz viel Stein. Jetzt sollte ich mich auch erstmal ums Plastik kümmern. Dann haben wir nämlich hier bessere Chancen, die Plastikpipes zu machen. Komm, wir gucken nochmal. Plastik. Und zwar Liquid Plastik brauchen wir erstmal, ne? Wo ist es? Liquid Plastik. Hier. Also, Propangas, ne? Oh, man kann es auch mit Polyethylengas machen. Da brauchen wir aber eine andere Technologie. Nee, wir machen es nur mit Propengas. So, Propengas, da brauchen wir Methanolgas. Ja. Oder das Naphtha. Haben wir aber auch noch nicht die die Dings für, deswegen machen wir es hier. So, Methanolgas. Da brauchen wir. Das können wir mit Methangas machen. Ich will gerne auf diese Dinger hier verzichten. So, Methangas. Ja, jetzt wird es halt schwierig. Synthesisgas, das haben wir hier noch nicht. Natural Gas Liquids. Das kriegen wir aus dem Rohgas. Ah, guck an. Also, da brauchen wir Acid Gas und Natural Gas Liquids. Das können wir hier unten machen. Das können wir hier unten machen. Es kommt doch hier raus. Das ist doch... das Rohgas, ja genau. Warte mal, dann machen wir das weg. So, und was muss ich da draus machen? Ich hab's vergessen. Methanolgas. Das hier. Da brauchen wir eine Gasraffinerie. Okay. Haben wir bestimmt hier irgendwo rumfahren. Gasraffinerie. Okay, Ziegelsteine und ein bisschen Kupfer. Krieg ich hin. Kriege ich hin. Ziegelsteine und ein bisschen Kupfer. Hier läuft jetzt auch wieder die Forschung. Ziegelsteine und ein bisschen Kupfer. Wieso kommt hier denn kein Kupfer an? Ah, hier ist aber Kupfer. Hier ist aber Kupfer. Ich hab nichts gesagt, ne? So, Gasraffinerie. So. Da, 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 da. So, das wäre mal das erste. Wo wir dieses Ruhegas. Und mach das erstmal weg. Das muss ja später dann hier hoch. Jesus Gott. Okay. Dieses Ruhegas dann zu Acidgas und dem Liquid verarbeiten. Ich glaube, ich brauche hier noch ein bisschen mehr Platz. War doch gerade mal hier so. Das hier unten alles zu. Hier sind auch keine Fische. Zumindest habe ich keine gesehen. So. Gasraffinerie. So, pass mal auf. So. So. Ah, der kann das auch machen hier. Natural Gas Liquids. Das heißt, wir brauchen noch mal so ein Ding. Nehme ich mal stark an. Acid Gas. Das Acid Gas wird verbrannt. So.
Zumindest im Moment. Wieder mal kurz gucken, was kann man daraus machen. Okay, das können wir aber noch nicht machen. Und das auch noch nicht. Und das auch noch nicht. Und das auch noch nicht. Okay, wir können damit noch gar nichts machen. So, aber wir haben jetzt das Natural Gas Liquid. Und da können wir das hier draus machen. Und da brauchen wir auch nochmal eine Gasraffinerie. Gut. Machen wir. Bauen wir. Kein Problem, sagte er und wartete. So, wir können hier aber auf jeden Fall das rüberziehen. Natural Gas Liquid. Ja. Das ist doch was. Weil dann haben wir nämlich schon fast, naja, fast. Nee, es geht noch ein bisschen. Wir brauchen noch mehrere Produktionsketten mehr. So. Komm. So. Du machst bitte das hier. So, also, wir brauchen eigentlich nur das Methangas, ne? Wir brauchen, glaube ich, nur das Methangas. Methanol. Warte, ich muss nochmal schauen. Nee, das war's nicht. So. Methangas. Brauchen wir nur Dampf. Und das wird gemacht in einem Steamcracker. Okay. Steamcracker. Ein Steamcracker. Steamcracker. Okay, da brauchen wir auch wieder Zeug. So viel Zeug. So viel Zeug. Ja. Wahrscheinlich brauchen wir das hier. Steamcracker? Nee, reicht noch nicht. Wir brauchen auch noch das. Jetzt. Wo ist er? Steamcracker. Wir tun jetzt erstmal nur eine Sache fertig bauen. Also die Linie bis zum welche ist denn die richtige? Welches ist denn das richtige Methangas? Ist das obere mit den Zweien? Das ist das hier unten. Okay, das ist das Richtige, was wir wollen. Eieiei, das muss jetzt hier im Steam Cracker mit Steam gecrackt werden. Das heißt, wir brauchen das hier. Na? Ja, deswegen machen wir das mal nach oben. Das wäre doch möglich. So, Steam Cracker. Wieder hier. Nee, ich will ja auch ein bisschen hier, oder muss er. So, hier hin. Warte, ich guck mal, wie ist das, wie sieht das denn aus? Butan, Ethanol, Methangas. Ah, es ist natürlich natürlich falsch rum, ne? So typisch. Könnte das jetzt nicht einfach die zwei Dinger vertauschen? Kann man die nicht vertauschen? Das wäre super. Geht nicht, ne? Es geht nicht. Wenn man die Anschlüsse einfach vertauscht. Geht aber nicht. Okay, egal. Dann
Steam ist da oben. So. Das haben wir. Dampf. Und das reicht sogar. Nee, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch ein Dings mehr. Wie blöd. Einen Stein, sag ich schon. Doch, ein Stein. Ein Stern, wollte ich sagen. Aber nee, es ist ein Stein. So, können wir uns hier nochmal Stein holen. Und dann machen wir das hier weiter. Hier ist ja schon massig drin. Ah, 140, so gefällt mir das. So gefällt mir das. So. So. Hier rum. So. Kommt hier also das an und der Rest. Was kann ich denn hier raus machen? Nicht aus dem Methan, sondern aus den anderen Sachen. Ach, wieder gucken. Quatsch, so rum. Olivenöl, Rohöl. Nee. Was mache ich denn jetzt hier gerade? Ich will dahin. So hin. Das Liquid. So, und aus dem hier Ethylengas machen. Hier kann ich das machen. Und daraus kann ich aha. Aber das kann ich alles noch nicht. Das heißt, das muss alles verbrannt werden. Das müssen wir alles verbrennen. So. Geht das? Geht. Das geht. So und so. So, das heißt, hier kommt raus Methangas, Methanolgas und das Residualgas, Dingsbumsgas. Was kann ich denn damit machen? Nein. Hier sind wir. Da können wir Liquid Fuel mitmachen. Aha. Das andere können wir alles noch nicht machen. Schmiermittel und Liquid Fuel. Das ist gut, ne? Das ist gut. Aber, falsch. Nee, richtig. War schon richtig. Hier. Da brauchen wir halt auch das Fuel Oil. Und das haben wir jetzt hier unten nämlich noch nicht, wenn ich das Rohöl hier hochbringe. Das heißt, es muss auch verbrannt werden. Erstmal verbrennen. Wir verbrennen erstmal alles. So, und dann. Junge, ist das ein Aufwand. Mit diesem Methanol. So, Methanol. Da können wir jetzt Propangas draus machen. Mit Dampf. Sehe ich das richtig? Propangas. Nein, falsch. Wo sind wir? Hier. Propangas, und mit dem Propangas können wir dann das Plastik machen. Okay. Das wird gemacht in auch einem Steamcracker. Steamcracker, tatsächlich. Ja, wir haben ja sonst nichts zu tun, dann cracken wir nochmal Steam. Da brauchen wir wieder von allem etwas. Junge. Ich will doch nur ein bisschen Plastik machen. Ist das in Wirklichkeit auch so schwierig? Man weiß es nicht. So, das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Reicht noch nicht, ne? Brauchen hier, glaube ich, noch mehr.
Kupfer. Reicht das? Ja, nee. Wieso reicht das nicht? Was fehlt uns da, um das hier herzustellen? Immer noch Kupfer. Ach nee, jetzt fehlt wieder diese Dinger. Das heißt, uns fehlt Carbon. Das soll nicht das Problem sein. Das haben wir hier rumfahren. Aber das muss man in einer Maschine machen. Und wir haben natürlich wieder keine Maschine hier am Start. Dann nehmen wir halt alleine. Machen wir uns eine. Eieiei. Weiß nicht, ob ich das in dieser Folge noch schaffe, das Plastik fertig zu kriegen. Beste Erfindung des Menschen. Das hier und Carbon. So, und dann müsste es doch hoffentlich reichen, dass wir diesen Steamcracker bauen können. Und ist ja dann noch nicht mal das Ende, ne? Es ist ja dann noch nicht mal das Ende. Aber wir brauchen auch noch davon. Das soll aber nicht das Problem sein. Steamcracker. Yeah, wir können jetzt Steamcracker bauen. So, bauen wir gleich wieder ab, das Ding. Okay. Methanolgas wird zu anderem Gas und so, das geht jetzt hier oben lang, kommt hier raus, da machen wir den nächsten Steamcracker einfach hier nebendran und da kommt ja dann auch nochmal so Gas raus, glaube ich, dass auch verbrannt werden muss erstmal, wenn mich nicht alles täuscht. So, mal gucken. Das so setze. Du sollst jetzt machen. Das hier. Okay, das hier unten ist okay. Nee, ich muss eins weiter hoch. Muss hier noch eins weiter hoch. So, wir lassen da mal die Schneise. Vielleicht hilft's. So. Und davon bitte. Achso, halt. Ich muss ihm noch sagen, was er machen soll. Das hier. So. Und Steam. Steam haben wir hier. Das geht. Die Brücke. So. Jo, da machen wir noch eins. Und noch eins davon. Anders geht's ja nicht. So. Dann haben wir überall Dampf drauf. So, und das hier müssen wir halt jetzt noch hier irgendwie verwursteln. Komm, mach das mal hier rüber. Das ziehen wir hier oben lang und hier wird das einfach rangehauen. Und alles verbrannt. So. So. Komme ich da durch? Ja. Okay, jetzt haben wir hier Propangas. Junge, 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 Junge. So, und da brauchen wir einen Liquefier. Den haben wir. Guck mal an. Du machst bitte einfach nur das. Liquid Plastik. Und dann können wir hier mit einer Montagemaschine 2. Okay, da brauchen wir wieder ganz viel Kram. Aber wir können damit dann Plastik machen. Und mit dem Plastik können wir dann Plastikrohre machen. Oh, und dann habe ich diese blöden Steinrohre satt. Weil die Plastikrohre sind einfach viel besser. Ist alles viel besser. So, Montagemaschine 2. So, wenn das hier alles dann unter Strom ist, dann müssen wir gucken, dass wir oben noch mit den Plastikrohren dann so schnell wie möglich die Sache hier nach oben ziehen. So, Quatsch, was mache ich denn hier? Wo bist du? So, bitteschön, bitte einmal
Kunststoffstange machen. So. Und da machen wir doch glatt eine Kiste hin. Für die Kunststoffstangen. Und die hier raus. So, und dann bitte gleich das hier machen. Haben wir nicht noch eine Maschine? Nee, haben wir nicht, weil wir die gebaut haben. Macht aber nichts. So und so. So, dann kommt hier noch eine Maschine hin. So. Und du machst bitte Plastikpipe. So, jetzt müssen wir das alles nur noch irgendwie verbinden mit Strom. So, einmal hier durch. Darf ich mal? So, wir brauchen noch ein bisschen mehr Strom. So, hier hinten was hin. Können wir uns von da oben holen. Ach, da geht jetzt wieder. Die Musik ist so bedrohlich. So, das machen wir jetzt aber noch schnell hier fertig. Ich will, dass jetzt hier Plastik kommt. Das will ich jetzt noch sehen. Hier läuft was. Ne, hier läuft nichts, weil wir kein Rohöl haben. Ich habe doch noch hier irgendwo... haben wir nicht irgendwo noch einen Tank? Ah, hier oben gibt es auch keinen Strom, zumindest nicht genug. Naja, ich glaube, wir müssen das doch aufs nächste Mal verschieben. Hier gibt es zwar Tanks, aber das ist sind relativ kleine Tanks. Und da nicht noch ein paar größere irgendwo rumfahren. Sowas hier, 20.000, oh, wobei. Da sparen wir lieber auf sowas, ne? Aber ich mach die jetzt einfach mal hier dran. Damit die wenigstens was zu schaffen haben. Oh, das ist ein geiles Geräusch, was die machen. So, trotzdem kommt hier aber noch nichts durch. Weil noch kein Strom da ist. Oh, lalalala. Ist das laut hier. Wir werden jetzt hier ein bisschen Plastik bekommen. So, endlich Strom. So. So, jetzt läuft der hier. Mach das hier fertig. Dann läuft der hier. Nee, noch nicht ganz. Da muss mehr hin. Jetzt läuft der. Dann gibt es hier Liquid. Das reicht noch nicht. Der braucht 40. Kommt. Stellt auch immer nur 10 her. Jetzt kommt mal hier zumindest was an. Und da kommen hier Plastikrohre. Juhu! Hat funktioniert. Und hier brauchen wir noch Strom. Hier will er noch Strom haben. So, und jetzt will ich gar nicht wissen, wie groß der Stromverbrauch ist. Was geht. Es hält sich in Grenzen, aber wir kriegen ja da hier auch durch das Öl das nächste Mal noch mehr Festbrennstoff. Ne? Also, das wollte ich jetzt aber noch fertig machen, Leute. Ich wünsche euch was. Bis nächste Woche. Macht's gut. Bis dann.